Hallo, liebe Memmingerinnen und liebe Memminger, liebe zugereiste Zuschauerinnen und liebe zugereiste Zuschauer, herzlich willkommen zur Memminger Meile 20. Herzlich willkommen zur Memminger Meile 2020. Herzlich willkommen zur Memminger Meile 2021. Ja, hallo. Mein Name ist Thies Maag. Ich wäre wahnsinnig gerne dieses Jahr bei euch live, aber Sie haben es ja gemerkt und wahrscheinlich auch aus den Zeitungen und Rundfunk und so und Internet haben Sie es ja wahrscheinlich schon auch mitgeschnitten, dass wir jetzt hier doch gegebenermaßen komischere Umstände haben. Und deswegen wurde ja die Memminger Meile quasi coronaisiert und aufs nächste Jahr dann verschoben. Und wir werden das dann in 2021 doppelt nachfeiern. Ja, Memminger, Meile, Meile 2021 mit doppelt so viel Energie, doppelt so viel Freude. Und auf das freue ich mich extrem sehr. Ja, und bis dahin bleibt gesund und fröhlich. Und ich wollte noch ganz kurz was loswerden hier an dieser Stelle aus meinem wunderbaren Homeoffice zu Hause in der Sicherheit. Wir Künstler, wir leben ja nicht nur vom Applaus alleine. Ich habe es zwar probiert bei meinem Vermieter von meinem Homeoffice. Ja, ich bin hingegangen und habe ihm ständig Ovation gegeben und gesagt, Sie vermieten super, das ist toll, das machen Sie wirklich, die Wände sind weiß und Sie ziehen das Geld vom Konto immer pünktlich ab. Und toller Vermieter, danke, und es ist hell und Licht kommt rein, so, und er hat das aber als Bezahlung dann nicht akzeptiert. Und deswegen bin ich jetzt als Künstler umso froher um so Institutionen und Werke, ja, wie zum Beispiel das Blechwerk, die blechen ein Teil großzügig unsere Gage, ja, und die Volksbank auch, Raiffeisen, also VR Memmingen, ja, das machen die auch zusammen und mit der Stadt Memmingen, und die haben das dann und greifen uns Künstlern quasi ein bisschen unter die Arme, was sehr toll ist, damit ich dieses Video überhaupt drehen konnte aus meinem Homeoffice und nicht von außerhalb. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung. Und jetzt bleibt mir einfach noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt solidarisch. Ich freue mich auf 2021. Da sehen wir uns live. Bis dann. Tschüss.